Trainingslager Nummer wie viel? Genau nicht, also da muss ich echt schon überlegen, aber es sind mindestens 20, glaube ich, also da sind wir auf jeden Fall drüber. Es hat zum Glück sich nicht viel verändert, also wir haben ja einen guten Trainingsplatz, den wir damals auch schon hatten, und das Hotel ist genauso noch wie vor 3 Jahren, und ja, die Bedingungen sind gut, wir können ja gut arbeiten, und auf das kommt es an. Da ist man mal froh, wenn man Kinder hat, dann auch mal ausschlafen kann, dass vielleicht der Tagesablauf nicht ganz so stressig ist mit Kindern oder mit Kochen oder mit Betreuen. Und ja, das genießt man dann schon, die Annehmlichkeiten, dass man sich einfach an den Tisch setzen kann und loslegen im Essen. Ja, aber ansonsten steht natürlich auch viel Arbeit auf dem Programm. Ich meine, das Handy ist natürlich immer dabei oder ein iPad, speziell natürlich mit Florian oder mit Sebastian Freis noch aus der alten KSC-Generation. Und da haben wir über das ganze Jahr hinweg einen guten Kontakt, und ja, ich weiß, wo die sind und was sie machen, und ja, das ist schön, wenn man weiterhin so einen Kontakt aufrechterhalten kann. Die ältere Generation hat jetzt sich wieder mit dem Nintendo DS angefreundet, und da finden regelmäßig Rennen auf, ja, beim Spiel Mario Kart statt. In Karlsruhe ist die Residenz und im Wildpark die Festung. Jetzt die Rückrundendauerkarte ab 73 Euro sichern und bis zu 25% sparen. Aber mach Käuferz, raus in den Wildpark!